jetzt geht's wieder weiter mit Horizon Zero Dawn. Wir gehen, ja, wie beim letzten Mal gesagt haben, weiter. Nein. Leise. Das nehme ich doch mit. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört.
Na los. Nein, falsche Munition. Mutter wacht. Alles zerstört. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Was? Welches Geräusch kommt das? Kiefer. Wow. Achso, falsche Pfeile genommen. Für später. Ist der erste?
andere als Schrott. Was ist das da? Mehr Eclipse. Tatsächlich, ein verdorbener Donnerkiefer. Mhm. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Wo? Genau, lass den Berg richten. Hm. Hä? Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Wie diese Maschine wütet. Wenn wir ihr Nest geknackt haben, schicken wir die Dämonen rein, um es zu beenden. Hm. Versuchen sich in einem Kerb zu verstecken. Wir werden ihre Leichen da drin verrotten lassen, wenn es vorbei ist. Wow. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Okay, ich habe das Bild vergessen. Sona. Ich habe es gespürt. Sie leben. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon. Vernichtet es!
Sie ist über uns. Wir haben es geschafft. Aloy hat es geschafft. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir würden sterben. Ah, ja, gedacht. Was für ein Fund. So. Wer bist du? Mauerkrieger, okay. Du darfst überleben. Die Urmutter scheint uns verlassen zu haben, Sucherin. Ich bin noch da. Okay, ich bin ja keine Urmutter, aber ich bin Aloy von den Noras. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampfwahl. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Du wirst sehen.
So, bup. Die Urmutter. Aber hier waren wir ja schon überall. Eine hervorragende Ausrüstung hat sie da. Oh, die Kinder. Die Dämonen sind gekommen. Was? Na, also ja. Ja, die Dämonen. Ich dachte, sie meint uns als Dämonen. Hier waren wir schon drin. Möge die Göttin die schützen, Sucherin. Danke. Möge sie die schützen, die von uns noch übrig sind. Na, hier waren wir dahinter. Oh Gott, ja. Woher wusste sie es? Wie kann sie hier sein? Also, hier vorne waren wir schon, okay. Scheinbrecher. Dann gehen wir mal zur Urmutter. Aloy, du bist zurück. Ja. Tep? Tep? Wieder da. Die Sucherin ist zurückgekehrt. Komm, sprich mit uns. Du Narren, du heißt einen Fluch willkommen. Komm, Sucherin, wir haben viel zu bereden. Dass sie hier ist, ist bereits Blasphemie. Ich bin keine Blasphemie. Also, bist du nun zurückgekehrt? Pff, nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Ich habe keine Angst. Lansra, es ist vorbei.
Du musst mich durchlassen. Ich tu dir nichts. Seit meiner Erprobung habe ich erkannt, dass vieles auf der Welt weitaus böser ist als du. Endlich. Identity-Scan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sorek. Bitte treten Sie durch. Es gibt keinen Zurück mehr. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Diese Figur. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Ja, warum? Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit, zur Zeit. Na, Grippe. Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. So viele. Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Bzz, bzz, bzz.
Kindergarten. Und hier haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Wer ist das? Luft. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Ja, aber da ist jetzt unser perfekter Zeitpunkt. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und morgen gehen wir durch diese Tür. Machen Sie den Scan aktiv. Gehen durch diese Tür, so diese böse Tür, und gucken, was dahinter sich verbirgt. Wir können theoretisch schon mal scannen. Ja. Aber wir sehen nichts. Also, bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!